dass ich irgendwann ankomme in Mondstadt. Ich habe schon was gesehen, eine Mühle. Stop right there. Wer bist du? Hallo? May the Animo God protect you, stranger. War das der genaue Wortlaut mit? Ich hab echt Angst, lass uns schlafen gehen? Oder was war der Wortlaut damit bei Harry Potter 2 für PS2? Möge der Windgott dich beschützen, Fremder, danke. I am Amber, Outrider for the Knights of Favonius. Mhm. Hallo, Amber. You don't look like citizens of Mondstadt. Explain yourselves. Warum muss man sich denn jetzt erklären? We're not looking for trouble. That's what all the troublemakers say. Ich bin erfreut. Mein Name ist Nikö. Doesn't sound like a local name to me. And this mascot, what's the deal with it? Ist nur was zum Knabbern. Von dem Gerede über Monster kriege ich Angst. Oh, ich geschlafen. Ja. Hey, that's even worse than being a mascot. So to sum it up, you're traveling partners, right? Das meintest du also mit Emergency Food. Well, look, there's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. Ja, den haben wir auch gesehen, der war cool. It's not far from here. I'll escort you there. Schön, die war mit Reden schon fertig und öffnet noch zweimal ihren Mund, als ob sie noch so Schnappatmung hinterher hat. Komm, wir gehen da rein. Aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. Ah, im Englischen steht da Emergency Food, okay. Besides, I'm still not sure if I can trust you two just yet. Du scheinst uns nicht sonderlich zu vertrauen. Genau das hat sie gerade gesagt, aber ich kann's ja nochmal wiederholen, ne? Du scheinst uns ja nicht sonderlich zu vertrauen, nachdem sie gesagt hat, ich trau euch beiden nicht. So sollte man nicht gerade mit seinen Gästen sprechen. Also ich sag das lieber als das andere, weil das andere klingt einfach nur dumm. Oh, I'm sorry. Probably not something I should say as a knight. I give you my apologies, strange yet respectable travelers. Die Mundbewegungen passen ja mal gar nicht. That sounded so fake. Ja, aber sie hat sich wenigstens entschuldigt und hat nicht reagiert wie eine Zundere. Do you have something against the type of language usage prescribed by the Knights of Favonius Handbook? Leave it to me. Was? Ah, wir können jetzt als Amber spielen. Ah, und sie kann. Ah, okay. Ja, und R2 schießen. Mit R zielen und mit R2. Hallo? Ah. Okay. Ich habe L2 gedrückt. Ich bin mal wieder. Ich bin mal wieder sehr, sehr intelligent. Paimon is his travel buddy, helping him to find his sister. Oh, looking for your family? Ich gehe aber erstmal wieder in den Nahkampf. Ich mag den Fernkampf zwar. Kann man hier was wegspringen, wenn man Bomben hat? Let me finish my other stuff first, and then I can help you put up posters around the city. What exactly is it you need to finish doing first? Wechsel im Figurenmenü die Waffen, okay. Ja, wie mache ich das jetzt? Im Figurenmenü. Hallo, ich will... Ich bin jetzt drin in dem Hallo? Ah, okay. Ich kann jetzt hier also die Waffe wechseln. Ich kann aber auch... Moment, es ging darum, dass ich mit ihr die Waffe wechseln kann. Nein, nicht das. Hier, denn ich kann ihr auch so einen Kelch geben. Nein, ich gebe ihr den anderen Goldkelch, den ich habe. Logischerweise. Daten.
Ja, die, ich kann ihr keine andere geben. Warum wurde mir das eben angezeigt? Ah, ich kann ihm eine andere geben. Aha, dann mache ich das doch gleich mal. Dieses Schwert. Da steht immer noch irgendein Ausrufezeichen. Ich glaube, ich muss nicht alle Äpfel sammeln, die es hier gibt, aber hinterherklettern tue ich jetzt nicht. Da hinten ist Mondstadt. Auf nach Mondstadt erstmal. So, Goldfischkraut. Ist das Goldkraut für Fische oder halt Kraut, was nach Goldfischen benannt ist? Also ist es ein goldenes Fischkraut oder halt Goldfischkraut? Oh, mir gefallen so verträumte Gegenden. Sowas mit richtig viel... Mühlen sind auch sowas, was ich richtig toll finde. Mühlen sind toll. Hallo? Hallo, Timmy. Was soll das? Du verscheuchst ja alle Tauben. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich darüber beschwert, dass die Tauben wegfliegen. Tschüss. Was soll ich denn machen? Die kommen doch wieder. Man hat immer die Wahl. Mama sagt, dass man andere Geschöpfe mit Vorsicht behandeln soll. Dann haben auch kleinere Tiere keine Angst vor einem. Warum sollten die Tauben dich sonst fürchten? Ich weiß nicht, warum sie sich fürchten sollten. Weil ich sie sonst umbringen würde. Ich verstehe die Konstruktion hier nicht so ganz. Wer hat sich gedacht, komm, wir bauen hier einfach mal eine Treppe hin. Kann man da hochklettern? Ich will da gerne... Kann man. Okay. Wer hat sich gedacht... Was hab ich... Was ich gesagt hab? Was meinst du? Hört man mich nicht mehr, oder was? Ja. Ich frag mich echt, wer hier diese Treppe hingebaut hat. Die ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Man kommt ja da nicht mal hin, wo die Treppe anfängt. Hier sind noch solche Blumen. Ah, hier laufen auch noch Leute rum. Ah, okay. Was hast du gesagt? Weil die Tauben... Der war so schlecht, der hätte von mir oder Taru kommen können. Hallo. Hallo, Sage. Hey, Kleiner. Oh, hast du vom Löwenzahnmeer gehört? Leuchtet das komplett? Gibt es hier irgendwo so ein Feld, was komplett mit diesen leuchtenden Blumen zu ist? Das fände ich so geil. Das Löwenzahnmeer, sagst du? Ja, es gibt dieses Buch, das ich gelesen habe, und darin steht, dass es irgendwo in Mondstadt ein großes Meer aus Löwenzahn gibt. Es gibt sogar kleine sprechende Füchse da. Oh, das klingt ja immer cooler. Ja, ich will wissen, wie es ist, mit Tieren zu reden. Hm, aber ich habe nur gesehen, wie ein Mann in grüner Kleidung und weißen Socken mit Tieren gesprochen hat. Ich bin ihm zufällig begegnet. Hauptsache, du weißt noch, dass er weiße Socken hatte. War das Link? War das zufällig Link? Ich habe Mama erzählt, wie toll er war, aber der Mann hat gesagt, dass ich mich geirrt habe. Hat Link weiße Socken? Ich weiß es gerade nicht. Hallo, Rosemary. So kann das nicht weitergehen. Dieses Löwenzahnmeer ist wahrscheinlich gar nicht zu finden. Es ist ein Märchen, eine Fantasie, aber soll ich es ihm sagen oder nicht? Das mag so sein. Er sagt das jetzt, ne? Das mag so sein, aber Menschen können ihre Fantasie nie beiseite lassen. Nur wenn wir träumen, können wir hoffen. Und mit Hoffnungen kommen Gelegenheiten. Oh mein Gott. Wie cheesy kann man eigentlich sein? Du hast den verschneiten Tag in Sniznaya sicher schon vergessen, als du meine Wildschweinprinzessin warst. Und ich dein Wolfswelpe. Oh, Parsley. So wie wir damals einmal geträumt haben, nach Celestia aufzusteigen. Nein, auch jetzt.
Richtig, lass den kleinen Sage die Fantasien seiner Jugend genießen, selbst wenn es nur für einen Moment, einen weiteren Moment ist. Ah. Forget it. Mir macht das Spiel gerade Spaß. Ich könnte mir vorstellen, noch ein paar Stündchen das zu spielen, aber ich glaube, so lange macht meine Festplatte das nicht mit. Weil ich das Ganze nebenbei ja auch noch, nebenbei noch aufzeichne. Ritter des Ordo Favonius. Mondstadt welcomes you. Danke. Das ist also Mondstadt. Da gibt's einen Juwelier. Hier ist ein Schmied. Hallo Wagner. Kannst du in deinem Schmiedeofen auch eine Steinofenpizza machen? kann ich dir helfen? Ich möchte etwas schmieden lassen. Was wird hier verkauft? Hast du alle nötigen Materialien dabei? Zeig mal her. Ah, okay. Man kann hier sich Sachen schmieden lassen. Und dann wird da irgendwas draus oder so. Das sind die Materialien, die man sich hier schmieden kann. Ja. Ich möchte was kaufen. Sieh dich um. Bei mir, Wagner, wirst du keine minderwertige Ware finden. Ach, ich hab ja sogar recht viel Geld. Silberschwert. Das ist ja... Habe ich das nicht schon? Das ist ja hier fast mit Geralt von Riva zu vergleichen. Eisenlanze. Taschenzauberbuch. Ein gewissenhaft verfasstes Büchlein mit Hinweisen zu Prüfungsinhalten der Magie. Alter Jagdbogen. Ich gehe erstmal zurück und gucke mal, was... Geh gerade nochmal ins Charaktermenü. Charaktermenü. Was hat sie denn gerade? Sie hat einen Jagdbogen, der mit Basisangriff von 23 hat. Das heißt, wenn ich mir hier bei ihm einen kaufen würde, wäre der besser als der, den sie schon hat. So, dann nehme ich den doch einfach mal mit. Ich habe hier im Moment noch Geld genug. Wer weiß, wie lange das noch hält, aber den alten Jagdbogen nehme ich mal mit. Ja, kaufen. Okay. Charaktermenü. Hä, da bin ich doch gar nicht hingegangen. Ich bin da hingegangen, auf das Charaktermenü, genau. Und du kriegst jetzt hier eine neue Waffe. So. Kann ich hier die Bürger angreifen? Kann ich das machen? Okay, nein, der hat direkt Angst, obwohl das eigentlich ein Ritter des Ordens ist. Was sind das eigentlich für Lappen? Erstmal Angst haben. So. Hier geht's auch noch hoch. Wo genau müssen wir denn hin in Mondstadt? Wir sind jetzt in Mondstadt. Sollten erstmal reinkommen. Zuständiger für Informationsbeschaffung der Abenteuergilde. Wir sollten vielleicht dafür erstmal in der Abenteuergilde sein. Ah, ich mag die Stadt. Ist leider hier an einigen Stellen ein bisschen sehr groß und leer, aber... An sich gefällt mir die Stadt. Die Ausdauer geht aber sehr schnell leer. Wir steuern einfach mal auf diese Burg dazu. Was kann da schon schief gehen? Im Notfall muss man immer zu einer Burg, aber das sieht alles hier so burgenartig aus. Wisst ihr, wenn ich so richtig viel Geld hätte... Wenn ich so ultra reich wäre, dann würde ich mir mein Haus in so einem richtig mittelalterlichen Stil bauen lassen. Wächter der Fatui. Ich denke mal, wir müssen da oben hin irgendwo. Oder gibt es irgendwo auf der Karte, wird mir angezeigt, wo ich hin muss. Ich muss in diese Richtung. Der Ort, den Emma mir gezeigt hat. Ja gut. Erstmal musst du vor der Stadt hin. Ja, ich habe auch gerade rausgefunden. Gerade in dem Moment habe ich das rausgefunden, wo du das geschrieben hast. Hui! Hui! Hallo Anna. Oh, Fountain. The
hear my wishes. Von der kriegt man bestimmt irgendwann noch eine Quest. Aber erstmal gehen wir dahin, wo ich hingehen sollte. So. Ich steuere genau drauf zu. Ich kann auch mal wieder ein bisschen sprinten zwischendurch, aber sprinten geht nicht so oft. Und die Leiste geht... Warum geht die Leiste vom Sprinten so heftig runter und beim Klettern dauert das gefühlt ewig, bis die weg ist? Da hinten soll ich hin. Ist das das, wo das hinzeigt? Da hinten dieses... Minze. Ich mag Minze, aber keine Pfefferminze. Nee, ich soll hier vorne hin. Ich dachte, da hinten... Was ist denn das da hinten? Zubereitung. Ich koche jetzt erstmal. Spieß? Ah, Spieß mit Pilzen und Hühnchen. Tevat Spiegelei. Ach, ich habe ja ein Vogelei gefunden, ne? Stellt 50 bis 150 LP wieder her, aber so viel ist das gar nicht. Wurst. Einfach nur Wurst. Lange haltbar und nicht nur deswegen beliebt auf Speisekarten in einigen Gegenden. Ja, hier zubereiten. Einmal, okay. Oh Gott, dauert das jetzt 19 Minuten in Echtzeit? Das ist aber doof. Aber man muss jetzt nicht die ganze Zeit dabei stehen, oder? Man kann das dann einfach abholen, wenn es fertig ist. Da muss ich hin, ne? Zu dem leuchtenden Teil hier. A hilly turtle! Quick, get it! Erstmal den hier aktivieren. Und jetzt muss ich den da... Ja! Nee, hier, du brauchst gar nicht komisch mit der Keule rumschwingen und Geräusche machen. Okay, dann machen wir das doch mal. Gibt's hier Headshots? So jedenfalls nicht. Scheinbar schon. Dann wechsle ich lieber wieder auf ihn. Nahkampf ist besser mit ihm. Aber Fernkampf ist auch nützlich. Bei dir muss es nur einmal rechtzeitig drücken. Was machst du hier hinten noch? Ist der da nur runtergefallen und gar nicht gestorben? Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How'd it feel? Locker flockig. Now that you mention it, how is it the hilly trolls ended up here? Hilly Churle. Okay, was ist das? Was sind das für Monster überhaupt? Was heißt das? Erinnern mich ein bisschen an die Moblins, ne? Oder waren das Moblins? Moblins waren andere Dinger, oder? Wie hießen die nochmal bei Zelda? These creatures don't seem like the die Standardviecher halt. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Okay. Aber erstmal mache ich hier die Kiste auf. Die hübsche Kiste, Worte eines Abenteurers. Jetzt gehe ich hier noch hin. Noch mehr Äpfel. Ich habe gerade was gehört. Ah, okay, ist das eine Donation gerade gewesen? Äh.
Ja gut, das sehe ich hier jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich schiebe mir den Stream-Bildschirm besser mal in eine andere Ecke hier von... Gewurstelboy aka Tahu, danke für $1.17. Wieso 17? Wieso $1.17? Okay, danke. Oder ist $1.17 ein Euro genau? Ha. Huh. Jedenfalls danke. Hast Euro angegeben, ja. Es wird scheinbar trotzdem einfach in Dollar angezeigt. Aber vielen Dank dafür. Wo? Hat man denn die Animation eben gesehen? Ich konnte es nämlich nicht sehen. Weil mein Bild da drüber war von... weil man muss ja dieses dämliche YouTube-Studio immer offen haben nebenbei. Da ist wieder so ein Stufe 10-Vieh. Ich soll jetzt nach Mondstadt gehen, aber ich habe doch eben hier noch so eine komische... Wo ist mein Essen eigentlich? War das da unten? Wo war denn das Essen, was ich eben da... Ich will ja nicht, dass es jetzt weg ist. Wollte es eigentlich Quatschnamen benutzen, aber das geht leider nicht. Oh. Der spezifische Name geht nicht, oder du kannst dir da keinen aussuchen. Ja genau, das hier, das war das, wo ich mal gucken wollte. Tempel des Falken. Truppenstufe 20. Nein, okay, das ist ein Dungeon. Das ist scheinbar ein Dungeon, aber es war auch ein Teleportationspunkt. Das ist scheinbar ein Dungeon, den man später machen kann, wenn man im Multiplayer spielt. Oh, das arme Ding. No, we just happened to be passing by. What are you cooking? Es duftet so gut, ja, ich weiß. Es dauert aber noch 14 Minuten. Das hier sind wahrscheinlich Dinge, die man zuerst machen kann. Die man jetzt sofort machen kann. Und das andere sind halt Sachen, die ein bisschen länger dauern. Steak. Komm, wir machen einfach mal ein Steak. Zubereiten. Ja. Anfangen. Perfekt. Da steht zwar, man kann sich einfach mit PayPal anmelden, aber dann will er trotzdem, dass man sich anmeldet. Okay. Okay, okay. Dann muss man das über YouTube tatsächlich machen. Okay. Na, dann weiß man wenigstens direkt, von wem es kommt, ne? Machen wir das Spiegelei auch mal. Anfangen. Perfekt. Perfekt. Und das machen wir dann gleich mal hinterher. Anfangen. Das war das, was du meintest, Kyodai, wahrscheinlich, ne? Material unzureichend. Ja, ich weiß, ich habe das Zeug nicht mehr. Den Rest muss ich mir dann abholen, wenn es fertig ist. Das sind wahrscheinlich so Ultra-Foods, die ein bisschen länger für die Herstellung brauchen, weil das andere stellt einfach mal 10-mal so viel... Oder nee, das war irgendwas anderes, die Wurst. Das war eine Wurst, ne? Da stand überhaupt nicht, was das bringt. Trotzdem wahrscheinlich übelst das Ultra-Food eine Wurst. Da muss ich hin. Es leuchtet da, dann gehe ich da doch mal gerade hin. Abenteuerstufe 4. Dein Twitch? Wieso dein Twitch-User? Ich streame ja nicht mal über Twitch. Ich probiere das mal umzustellen, ja. Dandelions and Freedom. Okay. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt.
Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine, as long as Jean's with us. Is Storm Terror der Drache? Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. Die Dame scheint ja echt beeindruckend zu sein. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, Traveler. Okay. It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Ah, den großen Last ja du gemacht. Hey, why doesn't Paimon get a reward? Weil du nichts gemacht hast. Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Honigmöhren? Sind Honigmöhren was... Die Figur gerade im Hintergrund. Was ist mit der? Worüber redest du? Welche Figur im Hintergrund? Die da hinten langläuft? Habe ich gerade was verpasst? Die ist voll seltsam gelaufen. Ah, die ist schon weg, okay. Ich guck's mir dann an, wenn ich das zusammenschneide. Dafür lade ich dich auf eine Portion Honigmöhren ein. Sind Honigmöhren eine spezielle Art von Möhren oder ist das die Art der Zubereitung und sind Möhren mit Honig? An sich, ich bin kein großer Fan, wenn Möhren die Hauptzutat von irgendwas sind. So Bolognese und so geht völlig klar, aber so nur Möhren gekocht finde ich irgendwie mega eklig, weil die werden so ekelhaft süß. Sticky Honey Roast! Come with me. We'll head to the city's, high ground. Ja, da war ich schon mal, bevor ich dann doch in die andere Richtung musste. Hup, erhalten 20. Öffne das Schnellzugriff-Ansehen des aktuellen Auftrags, ja. Die Stadt der Freiheit, Geheimnis des Kochens. Die Antwort in Lin bereitet vor außerhalb von Mondstadt anscheinend etwas zu essen zu. Vor oder außerhalb von? Man kann beides machen, aber nicht, also man kann beides jeweils machen, aber nicht beides zusammen. Dann müssen wir auch nochmal mit ihr reden, ne? Aber erstmal gehen wir storymäßig jetzt nach oben. The usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Business is booming. Ey, das sieht doch aus wie eine Ecke, wo man was verstecken kann. Aber da ist nichts versteckt. Immer weiter nach oben, das ist der richtige Weg. Kann ich die Tische kaputt machen? Irgendwas konnte ich hier gerade. Ach, ich kann mich hinsetzen. Elementarreaktion. Von Pyro-Effekt betroffen. Okay. Pyro-Angriffe können Wesen der Pyro-Kraft zuordnen, wenn diese... Wenn dieses Element mit einem anderen Element Berührung kommt, kann eine Elementenreaktion... Okay. Okay. Schwachpunkte angreifen. Also es gibt tatsächlich sowas wie Headshots. Einige Umwelteinflüsse von und Hydro-Angriffe können Wesen der Hydrokraft zuordnen. Wenn dieses Element mit einem anderen Element in Berührung kommt, kann eine Elementreaktion aus... Ja, quasi schwächen, ne? Elementschwächen. Oder halt sowas wie mit Feuer, dass dann die Gegend anfängt zu brennen. Einige Umwelteinflüsse und Hydroangriffe können Wesen der Hydrokraft zuordnen. Also Umwelteinflüsse wie Wasser quasi. Oder Regen wahrscheinlich. Hup. Hüp.
Also bis jetzt habe ich von dem Gacha-System noch gar nichts mitgekriegt. So. Also mir fällt auf, dass ich auf jeden Fall, dass ich da die Donations da, wer was donated hat, ein bisschen weiter nach oben packen muss. Oder ganz woanders hin, weil jetzt im Moment steht da irgendwie ein halber Satz vom Chat drüber und das ist doof. Wo genau muss ich hin? Weiter in die Richtung. Ist das hier nicht der High Point? Der High Ground? Ja. So, the present I want to give you is... Ja? Jetzt keine Hentai-Sequenz oder so. Bitte nicht, sonst ist der Stream sofort weg. A wind glider. Oh ja, Gott sei Dank. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Aber ich kann mir das jetzt schon vorstellen, wie toll so ein Gleiter ist. Oh, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Deswegen bringt ihr das auch nichts, weil sie sowieso schon fliegen kann. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Ich muss sagen, ich finde das Spiel echt geil. Und es ist schon echt heftig dafür, dass es einfach ein Gratis-Spiel ist. In der Luft gleiten mit X. Das sieht aus wie Flügel, das ist ja nicht mal mehr ein Gleiter, das ist... Hui! Cool. Oh, ich mag das Spiel. So, aber was muss ich jetzt als nächstes tun? Ha. Wahrscheinlich an den Punkt. Das kostet aber genauso Ausdauer auch. Das kostet genauso Ausdauer. Das Gleiten. Ähnlich wie das Klettern, würde ich aber sagen. Nicht wie das Laufen. Das Laufen braucht so viel mehr. Da hat doch gerade was geglitzert. Ich finde auch die Musik des Spiels irgendwie schön. Die hat auch was Zelda-mäßiges, ne? Also Breath of the Wild-mäßig. Aber die vom Login-Screen, die fand ich echt richtig schön. Die, wenn man sich nachts einloggt. Genau, hier mit dir hatten wir doch noch Lynn. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? Abenteurer würde ich nicht sagen, Reisende ja. Wir sind noch nicht Teil der Abenteurer-Gilde. Da müssen wir erst mit Parkon reden. No, we just happen to be passing by. I see. Welcome, travelers. I'm Lynn, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics! My travel partner here is good at cooking as well. Ja, naja, ja hier, ein paar Gerichte schaffe ich schon. That's okay. Let's see what you can do. Ich bin nicht der Typ, der sich selbst hoch in den Klee lobt. You won't get a lot of chances like this to learn from a survival expert. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Muss ich jetzt einen machen oder kann ich ihr auch den geben, den ich schon gemacht habe? Da ist nämlich gar nichts drin. Ja, hier, guck mal, ich habe schon einen gemacht, aber das war... Was? Nein. Nein. Aber ich habe schon... Ach so, okay. Ich kann das zubereiten. Ja, gut, anfangen. Bing! Perfekt. Verlassen. Hier, Lynn. Wie wähle ich denn jetzt hier?
Ach, R3. Genau. Gut. Is it done? Wann kommt Ao? Ja, ich habe dir da schon drauf geantwortet, auf den Kommentar, den du geschrieben hattest. Das kommt halt, sobald da der Patch verfügbar ist von Geofront. Wie lange das noch dauert, ich hatte dir mit einem Link geantwortet, kannst du da auf der Seite gucken. Besseres weiß ich auch nicht. Ja, riecht köstlich. Ja, ich habe sie auch perfekt gebraten. Also Ao kommt, sobald ich es spielen kann. Now that's really tasty. You're indeed gifted. Ich weiß nicht, was so giftet daran ist, wenn man an einer bestimmten Stelle die Kreistaste drückt. Paimon told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. Ich glaube nicht, dass sie so auf die Zutaten angewiesen ist, wenn sie eine Survival-Spezialistin ist. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. Okay, thank you for the info. Hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon. Aw, nee. Ja, gerne. I'm the survival expert of the Adventurers Guild. Nice to meet you. So, Weizen. Was ist Mora? Ist das Geld? Mit Geld kann ich da aber nicht kochen. Ah, heute mal einen schönen Geldauflauf. Der schmeckt so schön nach dreckigem Metall. Gibt's bei mir jeden Tag. Deswegen bin ich auch so arm. Weil ich nicht verstanden habe, dass Geld nicht zum Kochen da ist und scheiße schmeckt.